Katholisch 1 TV. Heute unter anderem mit diesen Themen. Alle Jahre wieder treffen sich unsere Priester zu den Weihejubiläen. Jedes Jahr aufs Neue, wenn Pfarrer Urlaub machen. Und etwas Außergewöhnliches. Der Mariengarten in Pferrich ist einen Ausflug wert. Und damit grüß Gott und herzlich willkommen. Es ist eine lange und besonders schöne Tradition in unserem Bistum, dass Priestern, die seit 25, 40, 65 oder mehr Jahren ihren Dienst tun, ein Tag gewidmet wird. Zum Tag der Priesterjubilare haben sich daher wieder zahlreiche Geistliche aus allen Ecken des Bistums in der Klosterkirche St. Ottilien zusammengefunden. Und obwohl viele der Jubilare schon in ihren Pfarrgemeinden gefeiert haben, ist das Zusammentreffen mit den Kollegen für sie noch einmal etwas ganz Besonderes. Ganz egal, ob 25, 40, 55 oder sogar noch mehr Jahre, sie alle haben an diesem Tag Grund zum Feiern. Denn sie sind es, die die Menschen zu Gott führen, die stets ein offenes Ohr haben und jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Priester sein, das ist nicht einfach nur ein Beruf, sondern eine Berufung. Ein Weg, der vielleicht nicht immer einfach ist. Und daher ging es an diesem Tag der Priesterjubilare in St. Ottilien auch nicht einfach nur darum, vergelt's Gott zu sagen, sondern darum, Mut zu machen für all das, was noch kommt. Es ist natürlich schon, wenn jemand lang wo Pfarrer war, so diese Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass vieles irgendwo auch zurückgegangen ist, rein mal statistisch betrachtet schon, das ist schon manches. Und dass man da sich mal die Frage, habe ich was falsch gemacht und ich habe es doch versucht und so etwas. Und ich denke, da ist das Evangelium, die Botschaft Jesu einfach wirklich Mut machen. Da geht es auch nicht darum, was auszublenden. Aber wenn wir ins Evangelium schauen, wenn wir so wollen, der Weg Jesu ist ja auch nicht nur ein Weg, wo alle nur jubeln und ihm mitgehen, sondern es ist einfach auch die Entscheidung, diesen Weg zu gehen oder nicht zu gehen. Und ja, davon aber nicht den Wert seines Dienstes abhängig machen. Sondern ich war jetzt nicht erfolgreich, weil die Kirchen nicht mehr voll sind. Das muss man anderen überlassen. Wir können nur aussehen, wachsen lassen muss ein anderer. Ausnahmezustand, Jubeljahr. Mit diesen Worten verglich Generalvikar Harald Heinrich das Jubiläum der Priester. Ein positiver Ausnahmezustand freilich, der ein guter Anlass sei, um einmal bewusst innezuhalten und auf das bisherige Leben und Wirken zurückzublicken. Viele der 72 Pfarrer, Ordenspriester und Ruhestandsgeistlichen hatten die vergangenen Tage, die sie bereits in St. Ottilien verbracht hatten, dazu genutzt. Genauso wichtig waren aber auch die vielen Begegnungen und Gespräche. Ich war auch bei den geistlichen Tagen jetzt hier und bin als Ordensmann jetzt erst seit 3 Jahren wieder hier in der Diözese Augsburg und habe bisher eher das Salzburger Presbyterium gekannt, die Priester dort, als hier die Augsburger. Das war jetzt für mich recht schön, so diese hier kennenzulernen in den vergangenen Tagen. Welch ein Glück, dass ich das erreicht habe, dass Gott mich wirklich auserwählt hat, Priester zu sein. Ich war so gerne und so lieb und auch mit gewissen Erfolg vielleicht sogar. Aber entscheidend ist, ich habe mein Bestes gegeben und auch das Beste empfangen, das man empfangen kann. Es war schwierig, sich aus dem pastoralen Betrieb zu lösen. Gerade in der letzten Schulwoche war das alles andere als leicht, aber mir war wichtig, diese Tage hier zu verbringen. Mitbrüder zu treffen aus meinem Kurs, aber auch ältere Mitbrüder, die ich sonst wenig sehe. Und es waren sehr gewinnbringende, gute, fruchtbare Tage. Mir bedeutet es ein Treffen mit meinen Freunden, mit alten Freunden. Und ich fühle eine große Dankbarkeit. Und die habe ich gern mit meinen Freunden, mit den früheren Kollegen geteilt und hier in der Gemeinschaft feiert. Und gefeiert wurde auch noch nach dem Gottesdienst im Garten des Exerzitienhauses in völlig lockerer Atmosphäre. Im Mittelpunkt stand dann das Wiedersehen mit Freunden, alten Bekannten oder vielen Weggefährten. Den einen zieht es in die Berge, der andere möchte lieber ans Meer. Urlaubszeit ist oft auch Reisezeit. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich gar nicht anders als bei unseren Pfarrern und den Ordensgeistlichen im Bistum Augsburg. Wir haben uns ein bisschen umgehört. Was machen unsere Pfarrer, wenn sie im August frei haben? Ich werde wieder in mein geliebtes Südtirol fahren, mein Fahrrad einpacken und Fahrrad fahren und wandern und Bergsteigen und ein gutes Buch lesen und natürlich beten und Messe feiern. Das ist für mich sehr entspannend. Und wenn dann eine Zeit rum ist,
dann merke ich wieder, jetzt freue ich mich wieder auf die Arbeit und dann ist Erholung eingetreten. Ich mache sehr viele Fahrradtouren, mache das von hier aus, weil ich dieses Jahr habe ich einen längeren Aufenthalt in Rom und dann haben wir Generalkapitel und dann fahre ich dieses Jahr nicht weg, weil ich oftmals mit dem Flugzeug eh unterwegs bin und hier ist absolutes Urlaubsgebiet und ich fahre dann mit dem Rad um den Ammersee herum oder fahre dann, vor kurzem war ich in Irsee, das ist so Radfahren und Schwimmen, so das ist mein Urlaubsprogramm. Ich bin beim Urlaub im Sommer gar nicht so innovativ. Es gibt bei mir meistens zwei Möglichkeiten. Entweder Frankreich. Ich habe da einige Freunde, weil ich in Paris mal studiert habe und jetzt sind die so aufs ganze Land verteilt und da kann ich eigentlich immer auch zu Besuchen kommen. Oder in die andere Richtung nach Ungarn. Auch da bin ich freundschaftlich mit einigen Menschen verbunden, die da einen Weinberg besitzen. Das ist natürlich wunderbar. Und da kann ich dann eigentlich auch immer hinkommen. Also es geht auch ganz spontan. Zunächst einmal wird es die erste Augusthälfte etwas ruhiger sein. Ich werde den Generalvikar einige Zeit vertreten und im Anschluss darin fahre ich zu meiner Mutter nach Kaufering, wo ich Urlaubsvertretung mache und Ende August dann für 10 Tage wieder wandern gehe nach Meran. Da bin ich jetzt schon die letzten Jahre gewesen und das tut mir sehr gut. Ich bin nicht der große Bergsteiger. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht mit Seil und Haken unterwegs bin, aber man kann sogenannte Wallwege gehen, oft kilometerlang, stundenlang und das tut mir ganz gut. Dieses Jahr wird mein Urlaub so ausschauen, dass er auf 3 Häppchen aufgeteilt ist, weil wir einen Wechsel haben. Mein zweiter Priester geht weg und dann hat sich halt einiges verschoben und jetzt liegt es halt so, aber es ist ganz gut. Wochenende bin ich immer in der Pfarrei und von Montag bis Freitag werde ich mich dann erholen. Bei meinen Eltern, da habe ich auch kein Telefon und keine Haustür, wo jemand klingelt und dann eben zwischendrin immer wieder auch in der Pfarrei, aber dann halt eben ohne den Termindruck. Na, das hört sich ja nach ganz viel Spaß und Erholung an. Wir wünschen allen Geistlichen im Bistum Augsburg einen schönen Urlaub. Ganz egal, ob sie in die Ferne reisen oder daheim bleiben. Und genauso wie Urlaub zum August bei den meisten einfach dazugehört, hat auch ein ganz bestimmtes Hochfest im Sommermonat seinen festen Platz. Maria Himmelfahrt steht vor der Tür. Eng verbunden ist damit der Brauch der Kräuterweihe. Seit vielen Jahrhunderten werden Kräuter und Blumen mit Maria in Verbindung gebracht. Da gibt es bildhafte Vergleiche. Die Rose als Königin der Blumen steht für Maria, die Himmelskönigin. Aber auch biblische Überlieferungen, Brauchtum und Volksfrömmigkeit spielen hier mit rein. Wir haben einen Mann besucht, für den die Beschäftigung mit sogenannten Marienpflanzen zu einer Leidenschaft geworden ist. Etwa 10 Häuser, rund 50 Einwohner. Das ist Pferrich, ein kleiner Ort bei Wangen im Allgäu. Zusammen mit anderen Weilern und Bauernhöfen gehört Pferrich zur Gemeinde Amzell, auch genannt das westliche Tor zum Allgäu. Wer Idylle und Beschaulichkeit sucht, der ist hier richtig. Am Wochenende kommen öfters Busse mit Wallfahrern, um die Kirche Maria Geburt zu besuchen. Gleich nebenan im ehemaligen Pfarrhaus lebt ein leidenschaftlicher Marienverehrer. Günther Bayer ist im Ruhestand und hat etwas gefunden, was weit über sein Hobby hinausgeht. Er hat einen Marienkräutergarten angelegt. Ich habe ein Buch gefunden über Marienpflanzen in Symbolik, in der Kunst und in der Heilkunst. Und das habe ich gelesen. Und dann ist die Idee praktisch entstanden. Marienpflanzen mit Kräutern, Bibelpflanzen aufzubauen. Und so ist in wenigen Wochen ein Beet mit zahlreichen Pflanzen entstanden. Neben verschiedenen Kräuter- und Apothekerpflanzen liegt das Hauptaugenmerk auf den sogenannten Marienpflanzen. Maria und Kräuter, diese Verbindung reicht weit zurück. In alten Gebeten wird die Mutter Gottes als Blume des Feldes und Lilie der Täler bezeichnet. Und eine Legende besagt, dass das Grab Mariens mit einem wundersamen Kräuterduft erfüllt gewesen sein soll. Von insgesamt rund 50, die es gibt, hat Günther Bayer schon mal die wichtigsten angepflanzt. Es sind die Attributpflanzen. Das heißt, die Rose steht für das Reine, der Lavendel symbolisiert Unberührtheit und die Ringelblume steht für Verwandlung und Erlösung. Besondere Marienpflanzen ist die weiße Lilie und die Rose. Gänseblümchen, Walderdbeere, Akelei. Es sind 8 Attributpflanzen, die man stark in Verbindung bringt. Und die sind hauptsächlich dann auch in der Kunst benutzt worden und so einem breiten Publikum bekannt gemacht worden.
Doch damit nicht genug. Günter Bayer ist nun ständig auf der Suche nach weiteren Pflanzen. Der ehemalige Krankenpfleger erkundigt sich in Gärtnereien und hat auch auf Reisen ein aufmerksames Auge. Vor allem Parks und Klöstergärten bieten ihm Inspiration. Im Jahr kommen mittlerweile mehr als 550 Besucher in seinen Marienkräutergarten. Manche kommen nach dem Gottesdienst, andere klingeln einfach so. Der Mariengarten lädt zum Verweilen ein und passt zur Wallfahrtskirche Maria Geburt. Deren Ursprung liegt bereits im frühen 14. Jahrhundert. Einem Bauern war ein Ochse ausgebrochen, heißt es in einer Legende. Dieser habe auf dem Platz der heutigen Kirche ein hölzernes Kreuz aus dem Boden gescharrt. Daraufhin wurde an der Stelle zunächst eine Kapelle errichtet, die nach und nach erweitert wurde, weil immer mehr Menschen hierher kamen, um der Mutter Gottes ihre Sorgen vorzutragen. Bis heute. Es wird von vielen Menschen, die hierher kommen, auch werktags kommen viele, um hier einzukehren, auch der Mutter Gottes ein paar Kerzlein anzuzünden, als Dank oder als Bitte für ihre Hilfe. Und von vielen wird bestätigt, dass sie hier einfach Ruhe finden und die schlichte Einfachheit hier in der Kirche als Anlass nehmen, immer wieder hierher zu kommen und die Idylle zu genießen hier in diesem kleinen Fleckenort. Abgesehen vom farbenprächtigen Hochaltar ist die Kirche insgesamt eher schlicht ausgestattet. Hauptanziehungspunkt für die Wallfahrer ist das Bildnis der schmerzhaften Mutter Gottes, eine Pietà von 1853. Das ursprünglich zugrunde liegende spätgotische Gnadenbild stammt aus der Zeit um 1430 und findet sich noch auf vielen Votivtafeln in der Kirche. Jedes Jahr um Maria Himmelfahrt kommt Kardinal Walter Kasper aus dem Vatikan zu Besuch. Der Kurienkardinal ist in Wangen im Allgäu aufgewachsen. Am 14. August wird er in Pferich einen Gottesdienst zelebrieren. An dem Ort, an dem die Marienverehrung auf so eindrückliche Weise gelebt wird. Wallfahrer und Besucher, die das erleben wollen, sind jederzeit herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir zu den Kurznachrichten der Woche. Intelligente Energieversorgung im Pfarrheim oder Nachhaltigkeit beim Ministrantenfest. In unserem Bistum geschieht bereits einiges zum Wohl der Schöpfung. Mit dem sogenannten Schöpfungspreis möchte das Bistum Augsburg für das Jahr 2017 jetzt erstmals dieses vielfältige Engagement würdigen und fördern. Der Preis soll künftig alle 2 Jahre verliehen werden, mit einem Preisgeld in Höhe von 1.800 und 600 Euro. Schirmherr ist Prälat Bertram Meyer, der Leiter des Bischöflichen Seelsorgeamtes. Um diesen Preis bewerben können sich Einzelne, Gruppen, Pfarreien, Orden und geistliche Gemeinschaften, Verbände, Einrichtungen sowie Institutionen. Bewerbungsschluss ist der 21. Oktober. Alle Infos zum Schöpfungspreis des Bistums finden Sie auch im Internet unter bistum-augsburg.de. Im Augsburger Dominus Verlag ist ein liturgischer Wandkalender für das Jahr 2017 erschienen. Aufgelistet sind nicht nur die jeweiligen Tagesheiligen. Es wurden unter anderem auch der römische Generalkalender sowie der Augsburger Diözesankalender berücksichtigt. Ein Blickfang sind die Fotos, die jeden einzelnen Monat illustrieren. Aufgenommen vom Augsburger Fotografen Andreas Düren während seiner Zeit in Rom. Der liturgische Fotowandkalender eignet sich ganz besonders als Geschenk für Ministranten, Organisten, Lektoren oder Mesner. Er kann direkt beim Dominus Verlag in Augsburg bestellt werden. An diesem Sonntag gedenkt die katholische Kirche der heiligen Afra. Neben den Bischöfen Ulrich und Simpert wird sie als Patronin des Bistums Augsburg verehrt. Es gilt als historisch gesichert, dass Afra im 4. Jahrhundert in Augsburg lebte und während der Christenverfolgung im Jahr 304 den Märtyrertod starb. Wie es heißt, ließ man sie auf einer Insel im Lech an einen Pfahl binden und verbrennen. Oftmals wird die heilige Afra daher in Verbindung mit einem Scheiterhaufen dargestellt. Der Sarkophag mit den Reliquien der heiligen Afra wird in der Krypta der Augsburger Basilika St. Ulrich und Afra aufbewahrt. Das Diözesanmuseum präsentiert ab sofort 15 Bronzemasken des Allgäuer Bildhauers Bruno Wank als Dauerleihgabe.
Die Masken hatte Wank eigens für die Sonderausstellung »Die sieben Todsünden« geschaffen, die zuletzt im Diözesanmuseum zu sehen war. Das Werk trägt zwar den Titel »Die sieben Todsünden«, besteht aber aus 15 Masken, die nicht konkret den einzelnen Sünden zuzuordnen sind. Sie orientieren sich an der Anzahl der Krankheiten mentaler und spiritueller Erstarrung, die Papst Franziskus in seiner Weihnachtsansprache 2014 den Kardinälen als moderne Todsünden genannt hatte. Die Dauerleihgabe ist während der Öffnungszeiten des Augsburger Diözesanmuseums zu sehen. Das waren die Nachrichten im Überblick. Eheannullierung. Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Wie geht sie vonstatten und wie können sich Paare besser auf ein Leben zu zweit vorbereiten? Diese Fragen haben wir dem Offizial des Bistums gestellt. Und außerdem stellen wir Ihnen die Familienpaten in Kempten vor. Gleich. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.allin.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilienallin.de. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Die katholische Sonntagszeitung. Jede Woche Interessantes und Wissenswertes aus der katholischen Weltkirche und von hier bei uns. Die Stimme des katholischen Deutschlands. Jetzt kostenlos testen. Das Allgäuer Bier mit Herz. Jetzt neu. Erhältlich bei Feneberg und Kaufmarkt und in allen AZ-Servicecentern. Finden und gefunden werden. Stellen Sie jetzt anonymisiert Ihre Bewerbungsunterlagen ein und erhöhen Sie die Chance auf Ihren Traumberuf. Jobs im Allgäu.de. Das sehen Sie am Montag bei Bauen und Wohnen. Immobilienpreisreport XXL. Die Top-Experten aus dem gesamten Sendegebiet von Bauen und Wohnen stehen Rede und Antwort zur Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt. Und zentral gesichert. Mit einem Netzwerkspeicher verwalten Sie Dokumente, Musik, Bilder und mehr und können von überall darauf zugreifen. Bauen und Wohnen, die Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Immer montags ab 19.45 Uhr bei Allgäu TV. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Wenn sich zwei Menschen verlieben, ist das etwas Wunderschönes. Wenn dann der Wunsch nach einer festen Bindung aufkeimt, wird geheiratet. Aber was, wenn das Miteinander in der Ehe nicht klappt? Weltlich, also zivilrechtlich gesehen, steht dann vielleicht die Scheidung an. Aber eine katholisch geschlossene Ehe ist ein unauflösbares Sakrament. Eine Scheidung daher unmöglich. Was es aber gibt, ist die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen die Ehe zu annullieren. Darüber haben wir mit dem Chef des Kirchengerichts in Augsburg gesprochen, Offizial Monsignore Ernst Freiherr von Castell, Jurist und Theologe in einem. Herr Offizial, was bedeutet im katholischen Sinne eigentlich die Feststellung der Nichtigkeit einer Ehe, die Eheannullierung, gerade im Unterschied vielleicht zur zivilrechtlichen Ehescheidung? Bei der zivilrechtlichen Ehescheidung wird eine Ehe, die einmal gültig abgeschlossen wird, nach 10 Jahren oder nach einer bestimmten Zeit einfach getrennt. Man stellt also fest, die Ehe ist geschieden. Die Eheannullierung ist etwas ganz anderes. Da stellt man fest, dass eine Ehe nie gültig zustande gekommen ist, also die beiden das Sakrament nie empfangen haben, weil irgendwelche besonderen Umstände ganz am Anfang der Ehe schon vorgelegen sind. Das wäre wie bei der Taufe etwa, wenn ich nicht auf den dreifaltigen Gott getauft wäre, sondern auf irgendeinen Sektenguru, dann wäre eben die Taufe nicht gültig, das Sakrament nicht empfangen. Was gibt es denn tatsächlich für Gründe, wodurch die Nichtigkeit der Ehe festgestellt werden kann? Also die häufigsten Gründe bei uns sind ein Ausschluss der Unauflöslichkeit. Wenn also ein Partner von vornherein schon eine Scheidung mit in Kauf genommen hat, etwa weil er vorher schon große Bedenken gehabt hat, ob die Ehe gut geht. Andere Gründe sind bei uns vor allem, dass Menschen aus psychischen Gründen nicht in der Lage sind, eine Ehe zu schließen oder auch eine Ehe zu führen, etwa weil sie einfach psychisch irgendwie belastet sind,
etwa durch die Ehe der Voreltern, sodass sie gar nicht in der Lage sind, selbst eine Ehe zu führen. Oder nehme ich ein Beispiel, eine Person, die homosexuell ist, kann natürlich keine gegengeschlechtliche Ehe auf Dauer führen, selbst wenn sie es möchte. Was bedeutet das dann für die Kinder? Also grundsätzlich gibt es bei uns in der Kirche sowieso keinerlei Unterschiede zwischen ehelichen oder unehelichen Kindern. Dann hat das Ganze ja überhaupt keine Auswirkungen auf das staatliche Recht, also was Namensrecht betrifft, was Vormundschaft und die ganzen Rechte betrifft, sodass also eine Eheannullierung für die Kinder eigentlich überhaupt keine Auswirkung hat. Herr Offizial, Sie sind hier schon sehr lange im Bistum tätig. Das heißt, Sie haben einen guten Überblick darüber, wie viele Verfahren tatsächlich eingeleitet werden. Wie viele zum Beispiel sind denn in diesem Jahr bisher beantragt worden? Also wir haben bisher 22 Verfahren aufgenommen. Dazu muss man sagen, wir sind auch zweite Instanz für München. Zwei Verfahren haben wir aus München in der zweiten Instanz übernommen. Ich denke, dass sich an uns immer so etwa 100 Personen im Laufe eines Jahres wenden, zu einem Beratungsgespräch kommen. Ob dann ein Verfahren eröffnet wird, das wird man im Einzelnen sehen. Oft sind auch andere Gerichte zuständig. Aber man kann sagen, etwa aus 3 Beratungsgesprächen wird ein Verfahren. Und wie läuft so ein Verfahren jetzt tatsächlich ab? Wie werden zum Beispiel Beweise erhoben? Also ein Verfahren läuft folgendermaßen an. Zunächst wird ein Beratungsgespräch geführt. Wenn man dann einen Eheannullierungsgrund findet, dann wird Klage eingereicht von den Personen. Die bekommen einen Vordruck von uns und werden auch da beraten. Dann werden zunächst einmal die Parteien angehört, also alle einzeln. Bei uns findet nicht die große Verhandlung statt, sondern es kommt jeder einzeln. Zunächst die klagende Partei, dann die nicht klagende Partei, dann Zeugen, wobei Zeugen bei uns jede Person ist, die irgendetwas zu berichten hat. Das können auch Eltern sein oder Freunde, Verwandte, Geschwister, das spielt bei uns keine Rolle. Die werden dann einzeln Stück für Stück befragt. Dann braucht man Umständen bei irgendwelchen Verfahren, wo es um psychische Gründe geht, noch ein psychiatrisches Gutachten, das man erstellen lassen muss. Und entsprechend die Parteien bekommen Akteneinsicht, allerdings nur die Parteien, Fremde natürlich nicht. Das Ganze ist unter sehr strengem Datenschutz. Dann entscheiden 3 Richter, machen ihre Voten, dann wird das Urteil gefällt. Verfahrensdauer wird wohl bei einem Jahr etwa liegen, weil bestimmte Fristen einfach einzuhalten sind und oft die Zeugen ziemlich spät kommen. Was kann die Kirche jetzt tatsächlich dafür tun, dass es möglichst wenige Ehescheidungen gibt, möglichst wenige Anträge auf Nichtigkeitserklärung einer Ehe? Was kann im positiven Sinne getan werden? Das Bistum Augsburg war da ja schon ganz fleißig. Das heißt, Sie haben ja im Vorgespräch schon gesagt, das Bistum Augsburg hat ein Ehedirektorium herausgegeben. Was steht da drin? Also in Zukunft soll in der Diözese Augsburg die Ehevorbereitung mindestens ein halbes Jahr dauern. Es sollen 2 Gespräche mit einem Seelsorger stattfinden, auch ein Ehevorbereitungsseminar, das wenigstens einen Tag lang geht, ist jetzt einfach Voraussetzung für eine kirchliche Trauung, sodass man also versucht, einfach die ganze Vorbereitung zu intensivieren. Ich habe schon öfter gesagt, die Ehe ist manchmal von uns das schlechtest vorbereitetste Sakrament, wenn man an Erstkommunion und Firmenvorbereitung der Kinder denkt, aber dann auch das mit den größten Folgen, das natürlich eine Ehe dann wirklich hat, die beide auf lebenslang bindet. Wer in Deutschland lebt, lebt in einer gewissen Sicherheit. Es gibt Sozialversicherung, Arbeitslosengeld und vieles mehr. Aber es gibt auch Menschen, die Hilfe in den unterschiedlichsten Situationen brauchen, in denen ihnen keine Ämter helfen können. Sei es eine alleinerziehende Mutter, die den Alltag mit ihren 3 Kindern und dem Job alleine regeln muss, oder eine Frau, die in ihrer neuen Heimat Deutschland mit vielen Herausforderungen kämpft, weil einfach alles anders ist. Diese Menschen profitieren von einem Projekt der Caritas in Kempten, und zwar von den ehrenamtlichen Familienpaten. Matthias Lengs fällt auf dem Weg zu seiner Klientin Yusra Mekhawi. Er ist Rentner und kommt regelmäßig hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Der ehemalige Physiker engagiert sich als Familienpate in Kempten und hilft dabei Menschen, die Probleme haben, ihren Alltag zu bewältigen. Es geht mir gut im Sinne von, ich freue mich, was ich da alles tun kann und wo ich auch Einblick bekomme.
Also das sind ja unendlich viele verschiedene Lebenssituationen. Malerarbeiten bei einer alleinerziehenden Mutter oder einen Teppich vorausreißen oder Gardinenstangen aufhängen. All das sind ja Dinge, die ich auch getan habe, teilweise zusammen mit anderen Paten. Manchmal geht nichts zusammen, da merkt man mit den Klienten, da ergibt sich jetzt nicht so das leichte Verhältnis. Ist ja auch erlaubt. Und dann gebe ich sozusagen meinen Job wieder ab. Und manchmal ist es dreimal und dann ist es vorbei, weil die gerade erbetene Arbeit getan ist. Das ist bei Yusra Mekawi aber nicht der Fall. Schon seit 4 Jahren hilft Matthias Lengsfeld der gebürtigen Libanesin bei ihrer Korrespondenz mit Ämtern, Banken und allem, was sonst noch anfällt. Die 61-Jährige kann auf Deutsch weder schreiben noch lesen und ist ihrem Paten für die Hilfe sehr dankbar. Der Herr Matthias, die Briefe, ich kann nicht lesen, meine Kinder keine Zeit, die viele Arbeit, der hatte Kinder auch. Und ich brauche die Hilfe für Herr Matthias mit den Briefen, die kommen und lesen, das Problem, das gar nichts, mit auch der Bank, die Papiere von der Bank. Das Projekt der Familienpaten wird von hier aus organisiert. In den Räumen des Caritasverbandes in Kempten können sich die Familienpaten vorstellen und bekommen hier auch eine Ausbildung. Die Paten, die zu uns kommen, die kriegen 5 bis 6 Abende eine Schulung, wo es um die verschiedenen Themen geht, mit denen sie in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden könnten. Also zum Beispiel Schuldeninsolvenzberatung, das ganze Thema Armut, Umgang mit Ämtern und Behörden, Jobcenter. Es geht um Migration und Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Es geht um Senioren. Es geht um Themen, die Kinder und Familien haben, sodass sie einfach einen Eindruck kriegen von all den Tätigkeiten, die auf sie zukommen könnten, um nachher einfach zu wissen, das will ich machen und für den Personenkreis will ich tätig sein. Einmal im Monat treffen sich alle Familienpaten und sprechen über ihre Erfahrungen mit den Klienten. Wo hakt es noch? Was kann besser werden? Oder wo sollten am besten die hauptamtlichen Mitarbeiter der Caritas eingreifen? Für viele der ehrenamtlichen Paten ist die Arbeit mit hilfsbedürftigen Menschen eine große Bereicherung. Als ich wirklich zu der Frau kam, war einmal die Frau sehr verwahrlost, die Wohnung verwahrlost. Und nachdem das jetzt wirklich über die ganze Zeit gut lief, inzwischen ist jetzt auch die Caritas dabei, die die hauswirtschaftliche Versorgung macht und einmal wöchentlich duschen. Und es macht jetzt richtig Freude, dorthin zu kommen. Es ist aufgeräumt, es ist sauber. Die Frau ist sehr gesprächsbereit und hat gebeten, dass ich weiterhin zu ihr komme, einfach um das Soziale reden, Kaffee trinken haben wir heute gemacht und Kuchen gegessen und das tut ihr einfach gut. Das ist unheimlich wichtig. Es wär toll, wenn sich da noch andere Menschen mit dazu engagieren und hier mitmachen, weil einfach Leute dabei sind, die einfach wirklich nichts machen können. Die eine Türkin, die kann nicht laufen, die hat es im Kreuz, die kann eine Viertelstunde stehen und das ist einfach ein super Gefühl, wenn man das ihr dann da helfen kann und das auf die richtige Reihe bringt. Einfach ein tolles Gefühl dabei. Und das, wenn noch mehr mitmachen, wäre das eine tolle Sache, weil die kriegen auch ein gutes Gefühl. Dort, wo die professionellen Hilfsorganisationen wie zum Beispiel die Caritas, das Rote Kreuz oder das Sozialamt nicht mehr weiterhelfen können, sind die Familienpaten am Zug. Die Caritas-Mitarbeiterin Pia Zink weiß, dass die Familienpaten das leisten können, was hauptamtliche Berater nicht können. Familienpaten haben erstmal einen ganz anderen Zugang zu den Leuten. Die haben nicht diesen Status, dass sie ein Amt sind oder von irgendeiner Stelle. Also es gibt dem Ganzen was Normaleres. Da werden die Leute dann weniger abgestempelt, als wenn jemand sagt, ah, die gehen zu einer Stelle und holen sich da Hilfe. Diese Beziehung, die sich zwischen dem Paten und dem Hilfesuchenden entwickelt, das ist so die Basis, auf der das ganze Projekt eigentlich auch ruht und auf der das einfach vorwärts gehen kann. Also die Beziehung ist sozusagen die Grundlage für die Zusammenarbeit von den beiden hinterher. Auf dieser Grundlage arbeiten auch Matthias Lengsfeld und Yusra Mekawi zusammen. Frau Mekawi war die erste Klientin, die Matthias Lengsfeld zu Beginn seiner Tätigkeit als Familienpate übernommen hat. Mittlerweile kommt er nur noch einmal im Monat vorbei und erledigt, was gerade ansteht. Für Yusra Mekawi war und ist seine Hilfe unersetzlich. Das war's von uns für heute. Schön, dass Sie wieder zugeschaut haben. Alle Beiträge sehen Sie übrigens auch auf unserer Homepage und schauen Sie doch auch mal bei Facebook vorbei. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Tschüss und auf Wiedersehen.